So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer Woche, wo es wohl mehr um die Nationalmannschaft gehen wird als um Werder. Und wir sehen, wir müssen ein bisschen auf Gosens verzichten. Haben aber eine Top-Mannschaft hier aufgestellt. Für einen aus dem Team noch verpflichten können, glaube ich wohl kaum. War ja auch mal so ein kleiner Tipp am Rande. Ich glaube, da kommt aus unserer Jugend kommt da einiges Gutes her. Und deswegen würde ich da fast sagen, nö, brauchen wir nicht. Banco kam, haben wir auch ein bisschen was mittlerweile. Ja, ein bisschen golfen gehen, ne? Ja, machen wir erstmal weiter. Montenegro steht also auf dem Plan. Für uns mit der Nationalmannschaft. Das wird schon eine kleine Herausforderung werden. Tja, mit Bremen. Da brauchen wir, glaube ich, kein Freundschaftsspiel machen, oder? Wer steht denn da so zur Verfügung? Steht auch nur unsere A-Jugend und so zur Verfügung. Das ist, nee. Machen wir nicht, geben wir ein bisschen trainingsfrei. Die meisten werden eh mit den Nationalmannschaften unterwegs sein. Von daher gehen wir einfach mal weiter. So, internationale Nominierung. Da sehen wir schon, selbst Kobylianski aus der zweiten Mannschaft ist schon nominiert worden. Da seht ihr mal, wie gut auch schon die zweite Mannschaft ist. Da, Kobylianski fährt auch schon mit zu den Nationalmannschaften. Das ist doch schön. Hoffe, da sammelt er ein bisschen Erfahrung. So, und wir werden jetzt auch ein bisschen Erfahrung sammeln wieder mit unseren guten Holländern. Werden wir nämlich versuchen, hier das Spiel zu gewinnen. Taktik sieht doch gut aus. Ich glaube, wir gehen direkt rein ins Spiel, ne? Da brauchen wir nicht viel. Da brauchen wir nicht viel machen. Quali sieht gut aus. 17:0 Tore. Boah, ist ja krass. Machen wir einen Textmodus. Die Nati ist uns ja mittlerweile auch ans Herz gewachsen. Ja, heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen. Rein ins Stadion vom Amsterdam. Oder wo auch immer es gerade stattfindet. Habe ich gar nicht geguckt. Auf jeden Fall Snyder hier schon mal mit der ersten Möglichkeit. Mogelt sich durch, flankt dann. Ach nee, verlängert die Flanke. Ach, in Herrenwehen spielen wir, gut zu wissen. Jetzt gibt es erstmal Freistoß für die Holländer. Wesley Snyder und Percy diskutieren noch. Snyder wird schießen, läuft an. Boah, knapp vorbei. Für alle 4 Minuten. Die Herren aus Holland sind gut aus den Startlöchern gekommen. Harte Zweikämpfe. Regen. Ja, mal sehen, wie das ausgeht. Vucevic jetzt mal für die Serben auf der anderen Seite mit der kleinen Chance. Das für die Serben, da mache ich mir gerade viele Feinde für Montenegro. Ja, Abseitsstellung hier von Robin. Ja, sonst, also die Serben, also Montenegro, wieso sage ich immer Serben zu denen? Heieiei, rote Karte für Strootmann. Das ist jetzt hart. Müssen wir sehen, ob de Jong das alleine da schafft. Glattrot hier. Laufduell zwischen Bajic und Strootmann. Plötzlich geht Bajic zu Boden, hält sich das Gesicht der Schiedsrichterassistenz, winkt, Foulspiel, kurz auf Ritter, gibt der Schiedsrichter Strootmann den roten Karton. Völlig fassungslos. Da war gar nichts, zeigen die Fernsehbilder. Ja, das ist natürlich ärgerlich, ne, wenn man solche Aktionen an seine Spieler verliert hier. Mal sehen, wie die Holländer reagieren. Los, jetzt aber. Oh. Glanzparade von Bozovic für Montenegro. Aus 18 Meter. Aber Bozovic fitscht den Ball noch aus dem Winkel. Nicht schlecht. Der ganze Fanblock war schon aufgesprungen. Wieder eine Ecke, Wesley, aber Bozovic, der ist auch kein Schlechter, der fängt wieder ganz sicher ab, da spaziert in seinem Strafraum rum. Ja, wieder Snyder, ne? Der wirbelt da rum, aber er kriegt den Ball nicht rein. Das ist so ein bisschen das Problem bis jetzt. Chancen über Chancen. Hier auch wieder jetzt Robben. Kommt zu spät da gegen Bozovic. Schade. Wen haben wir denn hier noch? Wir haben Van der Vaart, den wir noch bringen könnten.
Bastos, Huntelaar. Wir bringen mal Fla rein. Da der andere Mensch da nicht mehr ganz so fit war. So, motivieren wir hier ein bisschen. Ach, Massagen gibt es hier nicht. Okay. Ist auch ein bisschen albern, ne, dass die Nationalmannschaft hier keine Masseure dabei haben. Der Spieler schenkt mir ein bisschen aufwärmen. Wird natürlich schwierig in Unterzahl. Anita hier mit der Flanke aus dem Halbfeld landet bei Van der Wiel. Ja, aber aus 19 Meter schießt er dann daneben. Es gibt jetzt Elfmeter für die Holländer. Den schießt Van Persie, schaut nach oben. Langer Anlauf in den Winkel. Da ist das Ding. 1-0. Robin von Persie mit der Führung für die Niederländer. Sehr schön. Klares Handspiel hier vom Stürmer im Strafraum. Mal sehen, ob sie jetzt nachlegen können. Wieder der Steilpass von De Jong. Der das da gut macht, ne? Der macht das da gut alleine im defensiven Mittelfeld. Kann man so weiter so reinbrüllen. Ja, so richtig wechseln können wir hier nicht. Können vielleicht mal Huntelaar bringen. Ja, können wir nicht. So, jetzt aber. Huntelaar für den Torschützen. Denn Huntelaar scheint gut drauf zu sein. Der Jan Klaas. Ja, die Bedingungen, wie gesagt, scheinen auch alles andere als gut zu sein hier. Ja, wir müssen auch konzentriert sein, um diesen Sieg hier zu holen. Montenegro ja auch so schon keine so schlechte Mannschaft und dann noch in Unterzahl. Das ist nicht gut. Oder machen sie das Tor? Aber er springt da in unseren Torwart rein, sodass das Tor nicht zählt. Oh, Jovetic kommt. Oder er muss gehen. Nein, er muss gehen. Jovetic hat war blass, ne? Ryan Robin. Flanke wird abgewehrt. Huntelaar hier mit der Chance. Das dritte Tor hier, was nicht zählt, mittlerweile das dritte Abseitstor. Ja, die Holländer spielen einfach weiter. Hier ist Stimmung im Spiel, ne, nach der roten Karte. Da wird so ein bisschen das Fairplay mit den Füßen getreten. Aber das 1-0 hier über die Linie zu zittern, das wäre schon für mich, wäre schon in Ordnung für mich. Und da ist das 2-0 für die Holländer. Wesley Sneijder, kurz vor seiner Auswechslung, macht da nochmal eben das 2-0. Freistoß. Wesley Sneijder läuft an, zirkelt den Ball über die Mauer und der springt vergeblich hoch und versenkt den Ball genau im Winkel. Bozovic bleibt nur das Staunen. Ja, besser kann man ihn nicht machen und dann durfte er danach auch gleich mal runter. Für Raphael van der Vaart, der nochmal ein paar Minuten spielen durfte. Am Ende ist es dann ein souveräner 2-0 Erfolg, was natürlich aber auch kein Fußballfest war, was aber auch den Bedingungen, ne, zu Schulden kam. So, wir gewinnen 2-0, das ist wichtig, bleiben weiter ungescholten. Dann können wir mal gucken hier, 5 Spiele, 5 Siege, 15 Punkte, 19-0 Tore. So kann es weitergehen in der Quali. So, was haben dann unsere Jungs gemacht? Militz war im Tor beim 4-0 Erfolg. Rakitic hat nur 10 Minuten gespielt. Na, Ilija durchgespielt. Arni ohne Vorkommnisse. Und Jelle hat getroffen. Kurz vor seiner Auswechslung. Das ist schön. So, hier wird noch frisch gebaut.
sagen denn da noch die? Ich weiß gar nicht, was wir da noch haben an. 9 Millionen haben wir noch Budget. Was können wir dann da bauen? Vielleicht das Vereinsmuseum nochmal ausbauen. Bringt ja auch ganz gut Kohle rein. So. Bauen wir das nochmal aus. Kirchhoff ist auch wieder fit. Das ist doch schön. Können auch ein paar Gespräche führen vielleicht. Das dürfen wir nicht vergessen. Immer wichtig. Ein Torwart könnten wir wahrscheinlich auch noch gebrauchen. Nächste Saison. Ah, da werden wir dann einen billigen kaufen. Am Anfang der Saison, denke ich mal. Müssen wir auch mal gucken, wie viel Transferbudget wir dann haben werden, ne? Erstmal, wenn wir hier durchgratulieren hier an die Spieler, dass sie gut trainiert haben. Das hebt die Moral. Oh, wir können Arnautovic mal sagen, dass er gut trainiert hat. Was ist da denn los? Das hat man nicht allzu oft. Der Spieler scheint zufrieden zu sein. Das ist auch wichtig, dass sie da zufrieden sind. So, was sagen die Scouts? Haben die mal wieder was gefunden für einen? Wickman. Connor Wickman, der wird schon Vermögen kosten, ne? Der gute Connor, ja, 10 Millionen. Das hat ja auch schon nicht mehr viel mit Talent zu tun. Sondern einfach nur mit teuer. Was macht das Blickfeld? Sind unsere Stürmer hier, die wir noch im Blickfeld haben? Ja, ich bin gespannt, was ihr, also als ich die Folge aufgenommen habe, habe ich natürlich noch nicht gesehen, was da rauskam. In euren Votes. Ja, Emre Can könnte man auch nochmal als Backup holen, das ist schon klar. Aber wir haben ja in der zweiten Mannschaft, haben wir auch noch einen riesen Backup hier mit Rafinha. Der ist ja auch erst 22. Und ist aktuell auch wieder mal ganz gut in Form. Kann man nur so sagen. Allerdings ist so sein Werdegang nicht so prickelnd, ne? Könnte man Can noch verpflichten, der wäre ja relativ billig. Tja, nur wohin denn mit den Can, ne? Geht lange Wege. Könnte zentral und defensiv spielen. Und wäre relativ günstig zu haben. Wird akzeptiert im Team, ist auch immer ganz wichtig. Kurze Pässe kann er, taktisches Verständnis. Wir können ja mal ein Angebot unterbreiten, aber der wird auch schon nicht billig. Guck mal, wie viel sie wollen für den. 7,5 Millionen. Darunter würden sie ihn auch gar nicht gehen lassen. Ja. Nee, macht wenig Sinn aktuell. Einfach zu teuer. Die restlichen Spieler sind schon fast wieder weg, ne? Rechtsverteidiger brauchen wir auf keinen Fall einen neuen. So, die Jungs sind auf der Transferliste, warum auch immer. Verträge läuft was aus, nur Wettklo, der wird ja gehen. Die Laien sehen so aus. Die Lufo jetzt schon 2 Stärken besser. Was machen wir mit dem guten Jungen, ne? Das ist auch ein Top-Spieler hier. Nochmal ein Jahr verleihen vielleicht. Das wäre eine Option. Und dann nächstes Jahr vielleicht schon als Elia-Nachfolger zu etablieren. Das sind die neuen, die kommen werden. Leitner und Xhaka. Ein bisschen die Konkurrenz schwächen. Das heißt, dann ist für Barkfried auch nicht mehr viel Platz. Wenn man schon überlegen, ob man den Spieler anbieten wird, ne? Da gibt nur keine interessierten Vereine. Ist der Wert 8 Millionen. Können wir mal für 5 Millionen anbieten. Nicht wirklich interessiert die Spieler. Nee. Da brauchen wir so auch nicht gucken. So, Kirchhoff nehmen wir wieder rein. Rückt wieder rein für Joel Matip. Ja, na, auch Militz hier mit der 86. 19 Millionen Transferwert. Die ist ja nicht mehr so sonderlich weiterentwickelt, aber ist auch schon
wahrscheinlich ziemlich oben angekommen da an seinem Zenit. Da wird wahrscheinlich auch nicht mehr so viel gehen, ne? Ja, Kaderplanung. Wer ist denn Samuel Umiti? Da haben wir doch gar nicht. Zugänge. Sind die, das sind die, die von den Laien wiederkommen. Vertrag auslaufen haben wir nicht. So, das ist quasi die Erklärung hier. Die Jugendspieler. Ah, mit der Stärke, ne? Und das ist Blickfeld- und Scouting-Liste. Okay, habe ich das auch mal gelernt. Aber da brauchen wir nichts, ne? Kaderanalyse. Kandidaten für eine Verlängerung. Jelle. Hat aber noch Vertrag bis 2020. Hat er noch immer sein komisches Ziel hier? Ne, hat er nicht mehr. Na, Gott sei Dank. Ist aber auch ein Sprachgenie. Da könnte man hier auch noch mit einfügen. Würde mich auch nochmal interessieren, so bei den Fans, wie das da aussieht. Beliebtester Spieler ist Militz, Hand, Fossen sind schon auf Platz 3, Elia und Arnautovic. Hm. Ich würde noch gerne mal ins Merchandising gehen und mal gucken, wie es so bei den Trikotverkäufen aussieht. Wie man Jelle Fossen 20.000 Mal verkauft und Gorkyf auch schon 16.000 Mal verkauft. Ja, das sind so die Fanlieblinge. Das ist doch schön. Letzte Woche. Na, letzte Woche hat sich Gorkyf durchgesetzt. Gewinner der Woche. Jan Gebhardt. Verkauft auch 99 Trikots, der gute Mann. Aber hier haben wir auch schon ordentlich was. Ne? Müsste man wieder ausbauen. Aber mittlerweile ist da auch gerade alles belegt. Na, ich würde sagen, nächste Woche wartet Köln auf uns. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, ne? Macht's gut, bis dahin, bis zum nächsten Spiel. Ciao, liebe Leute.